So, und willkommen zurück hier bei Mass Effect 3. Jetzt wollen wir doch mal... Oh, ja. Schöner Repetierschuss. Nein. Ja, die Waffe muss auch aufladen. Ich glaube, ein besseres Sniper gibt es kaum. Das ist sogar mal eins, womit ich zurechtkomme. Das Einzige, was natürlich so ein bisschen... Ja gut, ich meine, es ist auch gerade ein bisschen blöde, ne? Ich hier ohne Deckung anfangen zu snipern. Das war mal ein Fehler. Komm schon! Lass mich doch nicht auch noch töten. Also ich muss auch erstmal aufladen. Ach, der ist da hinten gar nicht mehr. Sehr schön. Hier haben wir das da und... Bam! Ja, das hat ja mal gar nicht geklappt, ne? Okay. Dann wollen wir allerdings mal wieder darauf zurückspringen. Also diese Sniper, also die Waffen der Geth allgemein, alles saugeil. Gefallen mir. Technisch höchstes Niveau. Wer ihn wundert, ich meine, ist ja immerhin so eine technische Nation. Und au! Da war ich ein bisschen zu weit weg. So, sind die jetzt da gerade von irgendwo runtergekommen oder sind die einfach schon gewesen? Ich weiß es nicht. Die werden ja normalerweise abgeschossen. Können aber auch deaktiviert herumliegen. Dann sind die natürlich nicht zu orten. Achso, das ist Edi. Das passt. So, sehr schön. Noch mehr? Nicht? Schade. Ja. Das ist die erste Mine und wahrscheinlich auch die einzigste. Nein, da noch eine. Ich wollte gerade sagen, endlich mal eine Mine entdeckt, die ich zerschießen kann. Ach, gleich zwei, sehr schön. Mich wird aber das Glück weiterhin verlassen. Die nächsten werde ich wahrscheinlich wieder zu Fuße mitnehmen. Aber man muss halt auch wirklich so laufen, um die dann zu sehen. Wer macht das schon? Normalerweise laufe ich so durch die Gegend. Ja. Wir könnten hier nochmal das Sniper auspacken, wenn ich es denn finde. Willst du nicht mal... Und tschüss, Kollege! Ja. Ich finde es auch sehr schön, dass man... dass die hier so angezeigt werden, aber definitiv ist das nichts für mich. So, Kollegen. Wollen wir doch mal anfangen. Wo seid ihr denn? Hier hinten ein bisschen. Flugabwehrgeschütze direkt vor uns. Echt? Das sind Flugabwehrgeschütze. Sehr schön. Wenn man solche Waffen übrigens übersieht, ne, hat man halt gelitten. Dann kriegt man die nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich schon an irgendeiner Waffe vorbeigelaufen bin, aber ich meine, so schlimm ist es ja auch nicht. Wisst ihr was? Oh. Edi hat's erwischt. Das ist natürlich schlecht. Wenn es so weitergeht, wird mich auch noch erwischen, ne? So, er hier. Oh, der ist aber richtig schön explodiert, die Sau. Und auch noch. Wer war das dann? Garrus mit seinem Betäubungsschuss? Ich weiß es nicht. So. So. Ey. Kollege, so geht das aber nicht, ne? Wo ist denn der jetzt? Anscheinend hat das Geschütz eine Steuerkonsole. Sehen wir uns die mal an. Ja, sehen wir uns die gleich mal an. Aber erst suche ich hier noch ein bisschen was. Geth-Technologie bergen. Das ist natürlich immer sehr wertvoll. So. Schauen wir uns um. Dort oben habe ich ja schon die nächsten Upgrade-Teile gesehen. Die holen wir uns, solange wir noch ein bisschen Zeit haben. Mal gucken, was hier oben noch herumliegt. Ansonsten eigentlich nichts. Dann nehmen wir das und ich würde sagen, wenn wir das schon mal da haben, heilen wir es auch selber. So, dann lohnt sich das zumindest, das Medigel hier aufzunehmen. Ich lerne ja aus meinen Fehlern, so ist es ja nicht. So, jede Menge Munition. Ansonsten ist nichts da, ne? Nö. Ja, hier muss ich besonders aufpassen, weil... Oh ja, es gibt eine Waffe in Mass Effect 3, die... Ah, ich liebe sie, die ist so richtig schön. Und da gehört die mit dazu. Warum? Leider kriegen wir die nicht immer. Das ist so die einzigste Waffe, die ich... Ach, ich liebe sie. Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten, Shepard.
Ja, das macht natürlich Edi. Computer hacken und Computerintelligenz, das passt Edi, doch. Sie erledigen das. Also diese Waffe haben schon wir nicht dabei. Immer, die müssen wir halt finden. Ist hier relativ häufig verteilt. Ist noch nicht meine Lieblingswaffe. Die kommt erst noch. Ja, lass sie nur kommen, die kleinen, netten, ulkigen Typen hier. So, wir positionieren uns einfach mal hier und hauen hier mal das noch mit rein. Und ich würde sagen, let's rock'n'roll! Yeah! Ja, komm schon! So habe ich mir das aber gerade nicht vorgestellt, ne? Du elendiger. Bam! Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die beiden Antoren. Ja, kümmern wir uns mal darum. Wie es natürlich für solche Waffen gehört. Ich meine, die haben halt enorm hohen Munitionsverbrauch, ganz klar. Aber so eine Minigun, ach, ich liebe sie. Okay. Noch was? Noch wer? Nicht? Schade. Also diese Waffen helfen eigentlich enorm. Gegen die, wo jetzt da waren, braucht man sie nicht wirklich. Da gibt es noch andere Kollegen. Aber da will ich nicht zu viel verraten. Da dürft ihr euch mal selber drauf freuen. Es ist nur Munition ansonsten da. Dort hinten ist auch nichts. Also wenn jetzt dort was lag, laufe ich weiter, egal. Solange ich meine Lieblingswaffe dadurch nicht verpasst habe, ist ja alles in Ordnung. Wow. Okay. Da merkt man nochmal den Unterschied zwischen Pistolen und den MGs. Mit dem MG brauche ich da einige Schuss und mit der Pistole gerade mal einen einzigen, um das Ding in die Luft zu jagen. Okay. Schön. Oh. Geth-Einzelteile. Ich glaube... Da Shepard, wir haben einen Überlebenden. Echt? Sie sollten sich beeilen. Mhm. Und, Edi, was hast du so gemacht gestern? Ja, nicht viel, hm? Interessant. Mensch, Gareth, was ich dir schon immer mal sagen wollte, ist eigentlich ein tolles Maschinengewehr, was du da hast, ne? So mit panzerbrechender Munition und so. Boah, herrlich. Du, wie sieht's denn aus, wenn wir auf das Hinterteil sind? Machen wir dann irgendeinen Scheißdreck? Bist du da unten eigentlich schon verblutet? Nee. Sie haben meine Nachricht empfangen, aber ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dawn Hutzt. Ich säubere Maschinenteile. Oh, Maschinenteile säuberst du. So. Was für Teile machst denn du? Oder was machst denn du allgemein hier unten? Welche Maschinen säuberst denn du hier? Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Tja, mein Freundchen. Dein Problem. Wo ist denn eigentlich der Admiral? Können Sie mir sagen, wo Saal Corus ist? Er sucht nach Überlebenden. Sie können ihn anfunken, wenn Sie den Störturm offline kriegen. Ich weiß. Wir finden ihn. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corus uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn... Sagen Sie, Jonah, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Auf zu diesem Turm. Ich glaube, das ist der einzigste Segen, den die Quarianer haben, die hier unten gestorben sind, dass sie halt eben ja auch auf ihrem Heimatplanet dann sozusagen gestorben sind. Hat doch auch was. So, da haben wir... Hey, du sollst da rauf. Okay. Müssen wir auch mal gucken, dass wir dann wieder mal sämtliche neuen Mods reinkriegen. So, zwei Flugabwehrtürme. Ist ja nice. Dann gehen wir halt erstmal dahin. So, was haben wir da? Jede Menge Munition. Okay.
scheint es auch nicht gerade wenig Gas. Ja, da kommen sie schon. Montierte Geschütze. Oh, Mist. Ja, genau, da war ja was. Mein Gott, ich schaue mir das Ding noch an. So halbwegs. Das Problem dabei ist natürlich, dass ich erstens mal gestorben bin und ich nicht weiß, wo gespeichert wurde. Gespeichert. Meister. Ah, okay. Ja, diese montierten Geschütztürme sind äußerst nervtötend. Von daher nehmen wir hier diese Waffe. Und hauen da oben auch gleich mal eine Singularität rein bei dem Geschützturm. Weil ich weiß jetzt nicht, habe ich das Ding erwischt überhaupt? Das sieht nicht so aus, ne? Räumen wir das Ganze einfach mal so aus? Ah ja. Geschafft. Sehr gut. Kollege, wie wär's, wenn du stirbst? Danke. So. Weil das Geschützturm ist leider relativ hässlich. Muss man ja mal sagen. Solange man das nicht natürlich nicht selber benutzt. Und irgendwie kann ich hier schon wieder nicht in Deckung gehen. Ja, super. Da hing ich jetzt gerade wieder mal total fest. Jetzt sah das schon so gut aus und dann der Scheiß. Sag mal, liebes Spiel, möchtest du mich heute wieder mal etwas ärgern oder was geht ab? So. Ja, das war ja jetzt mal. Okay. Ja, wenn ich ein paar Sekunden warten müssen. Aber mittlerweile funktioniert das mit den Clustergranaten richtig gut. Also. Wow! Ich habe doch die falsche Waffe, merke ich gerade auch. Okay. Ja, sobald wir das geschafft haben, sollte ich mal speichern. Der Kollege. So. Ah, da ist noch ein Drecksack. Na, auf was feuert denn eigentlich das Geschützturm da die ganze Zeit? Sind Cortez etwa so blöde durch die Gegend? Anscheinend hat das Geschütz eine Steuerkonsole. Sehen wir uns die mal an. Ach, nee, macht Sachen. Danke für diese nützlichen Hinweise. So. Ja, das können wir dann natürlich benutzen. Das ist ganz klar. Und das ist auch ganz gut so, dass wir das tun dürfen. So. Wer soll das Geschütz übernehmen, Shepard? Jetzt können wir einfach mal Garrus das machen. Garrus, erledigen Sie das. Ich meine, er ist ja mindestens genauso gut dafür in der Lage, das zu tun. Sie müssen ein unbemanntes Geth-Geschütz eigentlich bedienen können, Shepard. Jetzt habe ich da nicht ganz so aufgepasst, was du gesagt hast, aber okay. Geth im Anmarsch. Sehr schön. Na, dann kommt mal her. Auch die zerplatzen. Natürlich wunderbar. Ja. Ich glaube, aber Edi ist da in der Hinsicht doch ein bisschen. Holen wir uns das letzte. Naja, okay, doch nicht so schlecht. Halt! Dann wollen wir denen doch mal ganz kurz zeigen, was wir von denen halten. Das Problem ist natürlich, wie man sieht, wir kriegen hier diesen Winkel nicht. Aber, so geht das doch auch. Sehr schön. Ja, nachladen hätte ich das Ding jetzt nicht mehr müssen, definitiv. Ja, darf ich wieder runter? Ach, es war das. Das ist, was ich auch sehr schön finde, dass man nach einer Zeit lang zumindest angezeigt bekommt, wie man von sowas runtergehen muss oder kann. So. Speichern. Sehr schön. Dort haben wir dasselbe Problem. Kollege, pass auf. Wie sieht's aus, wenn du stirbst? Danke. Kollege, mit dir habe ich jetzt aber nicht gesprochen. Au. Ganz schlechte Idee, was ich hier eigentlich vorhabe. Muss ich ja mal zugeben. Aber pass mal auf, den können wir doch von dort mal runterschossen, oder? Hat's geklappt? Ja, das hat doch super geklappt. Sehr schön, Garrus snipert hier gerade alles weg. Hoffe ich zumindest. Gut. Gruppenmitglied bestimmt. Ach ja, das macht jetzt Garrus natürlich automatisch. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das hinbekommen habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich hier nochmal groß hochkomme. Doch. Sehr schön. Das ist ja mal interessant. So. Wer soll das Geschütz übernehmen, Shepard? Ja, das macht Edi.
Schalten Sie sie aus, Edi. Bestätige. Gut. Dann wollen wir wieder ran an das Geschütz. Sehr schön. Ich meine, diese Bugs haben mich ja früher bei Mass Effect 2 immer so genervt. Da waren die aber auch echt hässlich. Muss man sagen. Aber wenn ich dran denke, Mass Effect 1, diese Kommandanten. Die waren schon echt enorm. Aber wie man sieht, wenn die explodieren, gibt es auch Friendly Fire. Das ist natürlich sehr nice. Also ist ja bei uns nichts anderes. Okay. Das richtet sich meistens eigentlich... Ich gebe dem Shuttle Bescheid. Ah. So, jetzt. So, Cortez, dann zeig mal, was du drauf hast. Bam! Verstanden. Dawn, hier ist Sir Corus. Sind Sie da? Dawn! Hier ist Commander Shepard. Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Er hat es nicht. Ich verstehe. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Bleiben Sie zusammen. Wir treffen uns dort. Ja, ja, halten Sie sie auf, wir sind auf dem Weg. Wie viele? Das ist nicht wichtig. Sie müssen zu meiner Crew. Ich habe viele Geth bekämpft, um sie zu finden, Corus. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Sie sind ein Feigling. Hey. Sie geben nur auf, weil ihr Schiff abgestürzt ist. Ihre Leute kämpfen da oben ums Überleben. Meine Leute sind hier unten. Die gesamte Zivilflotte verlässt sich auf Sie. Wer wird sich um Sie kümmern? Admiral Garrel oder etwa Zen? Ich kann meine Crew nicht im Stich lassen. Wir retten jetzt ein paar Dutzend oder später Millionen. Ihre Entscheidung, Admiral. Na, was ist? Vorfahren, vergebt mir. Ich lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Oh, yeah. Warum habe ich das Ding nicht früher nutzen dürfen? Ich meine, das ist eigentlich total blöde. Ich will das Ding nicht mehr. Das ruckelt und wackelt und wackelt und wackelt. Wackelt. Ruckelt. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass es wackelt, weil Cortez einfach nicht durchfliegen kann. Gehen Sie in Deckung. Ja, gehen Sie in Deckung. Natürlich sollten wir erstmal die da hier mit diesen hässlichen Raketen davon ausschalten. Also ich glaube, wenn ich da tauchen dürfte und snipen dürfte, wäre das etwas effektiver. Ach, da ist immer noch einer. Ja, sehr schön. Dort auch noch. Da komme ich jetzt nicht ran, weil dieser Berg fliegt. Ach, das ist doch einer. Ich wollte schon sagen, ist das einer? Ist das keiner? Admiral, kommen Sie! Oi, nein, 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 dieser... Boah, Junge! Bist du lebensmüde? Na, Gott sei Dank war hinten die Luke offen. Shepard, meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Zal Corus. Rett mich jemand! Hallo? Hallo, hallo. Jemand da? Nö, hört sich nicht so an, ne? Alle tot? Wir müssen gehen. Fliegen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt ihnen ein Trost war. Tja, wenn nicht, haben sie halt die A-Karte gezogen, die berühmt-berüchtigte. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Und werden die zivilen Captains bleiben? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann? Nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte ich sie wiederhaben. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard.
Viel Erfolg. Ja, ja. So. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Oh. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Mhm. Ist das ein Problem? Na? Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Das ist eine voll entwickelte KI? Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Nee. Gut, sie sind komplex. Aber Leben ist was anderes. Sie haben sich entwickelt. Sie haben Upgrades bekommen. Und sie werden deshalb sterben. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor ihnen zu schützen. Die Geth müssen sterben. Warum auch immer, sie gehören zu den Reapern. Shepard, Commander. Das weiß ich auch zu schätzen, aber die Geth leben nicht. Sie sind Maschinen. Maschinen, die von den Reapern gehackt wurden und abgeschaltet werden müssen. Wissen wir. Zeigen Sie mir die Basis. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und Sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edi, okay für Sie? Ja. Es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Halten Sie durch? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Commander, ich habe Ihre Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Okay, weiter geht's im nächsten Part und sorry für diesen Reflexklick. Ich wollte natürlich Legion erstmal ausreden lassen und... Oh, bis zum nächsten Part. Baba.